So, wir sind jetzt hier oben auf dem Dach. Links und rechts sind die Dachwände bereits angeschraubt, Isungen angebracht. Das heißt, es ist sehr einfach herauszufinden, wo sie hin müssen. Dabei war jetzt die Situation die, dass die Dachwände leicht nach außen stehen. Und das müssen wir jetzt über Schraubzwingen oder Spanngurte zusammendrücken. Ich arbeite jetzt hier mit Schraubzwingen, werde hier auch gleich zeigen, wie man da gut vorgehen kann. Falls man darauf keinen Zugriff hat und man mit Spanngurten arbeitet, dann eine Zulage zwischen Holz und der Klemme vom Spanngurt packen, damit sich die Klemme nicht ins Holz reindrückt. Ich gehe jetzt hier hin, nehme die große Schraubzwinge mit ihrem Bügel beide auf der gleichen Seite, setze auf einer Seite an, lege sie auf den Balken auch ab, also leicht schräg versetzt, mach das auf der anderen Seite genauso, lass anschlagen, achte darauf, dass beide Köpfe nach unten drücken, das passt und kann jetzt eine Schraubzwinge hier zudrehen. Bevor ich komplett auf beiden Seiten anschlage, richte ich nochmal den Balken 90 Grad zur Oberkante hier aus. Die Fuge ist sauber zu, links und rechts. Wir sind auf unserem Fertigmaß, das wir brauchen für das Trapezblech. Das ist auch absolut wichtig und notwendig, weil das passt sich genau auf die Breite von unserem Dach an. Schrauben mit zwei Schrauben rein, links und rechts, und arbeiten uns jetzt so Stück für Stück nach unten, beziehungsweise natürlich auch auf der anderen Seite. So, wir werden jetzt das Fenster setzen. Dazu haben wir unseren Rahmen mit einem 6 mm Bohrer vorgebohrt. Hier in 50 cm Abstand, haben hinten die Faserenden sauber weggemacht, gehen hier nochmal seitlich mit Stockschrauben dann ans Ständerwerk und werden danach die Festverglasung reinsetzen. Wenn der Fall ist, dass das Glas bereits drin ist, werden Winkel verwendet. Das heißt, hier in der Seite wird der Winkel montiert, genau auf das Maß, und kann dann von vorne verschraubt werden. Danach kommt hier eine Unterkonstruktion drüber, das heißt, die Winkel sind auch später dann nicht mehr sichtbar. So, das Fenster ist oben an dem Längsbalken befestigt. Jetzt, bevor wir die Stockschrauben festdrehen, richten wir uns noch sauber bündig mit der USB-Platte aus. Kontrollieren nochmal. Ja, das ist sauber. So, wir haben jetzt hier noch einen kleinen Versatz mittig, wo der Ständer verläuft. Man merkt auch, ich bin hier ein bisschen flexibel in der Bewegung. Der Trick ist jetzt, ich nehme eine Schraube, drehe die hier schräg unten am Fensterstock hier durch. Dadurch, dass ich schräg schraube, wird es mir den Balken hier unten zu mir herziehen. Deswegen schiebe ich den jetzt so einen halben Zentimeter hinten drüber hinaus. So. Ich schaue jetzt erstmal, dass ich ins Holz drehe. Und bevor ich den Druck mache, kann ich hier jetzt prüfen, wann genügend Druck da ist, dass ich bündig bin. Genau. So, wir haben jetzt den Türstock von der Haustüre gesetzt. Dazu haben wir vorher unten erstmal das Kompriband eingeklebt. Das fängt jetzt zum Quellen an. Wir haben unten erstmal auf der Seite hier befestigt, haben uns hier ins Wasser ausgerichtet.
sind hier auch komplett bündig mit unserer OSB-Platte, haben dann hier festgeschraubt. Dasselbe machen wir jetzt von unten nach oben genauso, heißt, wir richten uns hier ins Wasser und schrauben dann fest. An einem schönen Tag haben wir uns entschieden, draußen zu arbeiten. Wir werden jetzt die Fenster und die Türen ausschäumen. Hier an der Festverglasung ist es wichtig, dass man sich die Dämmung von oben noch mal runterdrückt, sodass man hier einen gewissen Spalt hat, nicht zu groß, nicht zu klein. Man kann die Diffusionsfolie alles noch mal so ein bisschen nach oben schieben, dass das sauber aufliegt. Und wir können jetzt anfangen, hier langsam auszuschäumen, nicht zu viel auftragen. Ein Drittel und der Rest wird dann, quillt er dann noch nach außen hin auf. So wird das alles perfekt dicht. Und wir können dann später zusätzlich mit einem Tape die Diffusionsfolie hier überlappend am Fenster ankleben, dann ist es auch noch mal sauber verschlossen und man hat, sieht den ausgeschäumten Bereich nicht mehr. Hier noch mal der Hinweis, bevor wir ausgeschäumt haben, haben wir von innen mit dem Kreppband die Fuge abgeklebt, sauber angedrückt und beim Ausschäumen wirklich vorsichtig arbeiten, damit der Schaum, wenn er quillt, nicht anfängt, zeitlich sich irgendwo rauszudrücken. Sobald er ausgehärtet ist, können wir dann den Kleber abziehen und dann mit einer Leiste hier die Schraubenköpfe bzw. die Fuge dann abdecken. Okay, wir zeigen euch jetzt hier kurz beim Abkleben, was für eine Technik gut funktioniert. Sauber oder wichtig ist es, dass das Klebeband hier am Fenster entlang, sagen wir mal, einen guten Zentimeter auflegt. Dazu beim Abziehen so in 50 cm Schritten den Zentimeter hier anreißen, die Trägerfolie langsam abziehen und beim Ankleben immer erst am Fenster andrücken. Ohne große Spannung auf dem Klebeband, einfach locker, sauber sich da Stück für Stück nach unten arbeiten. Ich habe euch bereits gezeigt, wie es eine gute Möglichkeit ist, die Bleche aufs Dach zu bringen. Wir sind jetzt hier oben, ich zeige jetzt, wie ausgerichtet wird. Bei den Blechen gibt es oben und unten, das ist über das Schreinerdreieck dann erkennbar. Hier noch wichtig zu erwähnen, hier unten drunter ist noch ein Dichtband angeklebt, das nicht vergessen. Wir gehen jetzt hin, nehmen unsere Kalotten, setzen hier seitlich an der Dachwand vorbei, seitlich die Schraube an und können jetzt langsam, peu à peu, bis genügend Druck da ist, das sieht man meistens am Gummi, wenn das an allen Seiten sauber andrückt oder ausdrückt, ist die Schraube fest genug. Das machen wir jetzt erst hier oben, unten und dann dazwischen. Und so arbeiten wir uns dann über die Länge gesehen hier immer weiter rüber. So, hier sieht man jetzt schön, wie die Dachplatte überlappt oder bündig ist mit der Dachwand. Die Schrauben sind soweit alle drin, bis auf hier oben. An den Stoß haben wir hier nochmal mit unserem Diffusionsklebeband abgeklebt, dass durch die Dachneigung, falls der Wind oder ähnliches hier mal Wasser hochdrückt, dass es hier verschlossen ist und andererseits von innen der Wasserdampf hier noch seine Möglichkeit hat, nach außen zu gelangen. Hier kommt jetzt dann noch das Dachblech oben drauf. Dann über die Punkte hier verschraubt auf beiden Seiten und dann wäre das Dach fertig. Ich zeige euch jetzt eine einfache Möglichkeit oder eine schnelle Möglichkeit, wie
man die Vorbohrungen für das Dachblech hier oben noch macht. Dazu habe ich mich erstmal zentriert ausgerichtet und mir die Platte dann so weit nach hinten geschoben, dass ich hier diese Schraubenlöcher sehen kann. Jetzt markiere ich mir die Stelle mittig. Ganz wichtig jetzt dieser Arbeitsschritt, ich schiebe jetzt wieder bündig zurück mit dem Haus. Abschluss, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. Ich richte mir das alles nochmal sauber aus. Markiere mir jetzt genau mittig die Stellen, wo wieder verschraubt wird. Auf beiden Seiten. Dann mit einem Winkel und einem Meterstab den genauen Abstand anreißen und markiere mir hier jetzt auch gleich, weil das Blech noch gekürzt werden muss, den Abschluss. Ich habe jetzt hier mein Maß, in meinem Fall sind es 14,4. Ich kann diese 14,4 mit dem Winkel jetzt überall weiter übertragen und dann festschrauben. Was hier auch wichtig oder sinnvoll ist, die Vorbohrung nicht auf dem Dach vorzunehmen, weil die Metallspäne auf dem Dach alles andere als förderlich ist. Deswegen nehme ich das Teil jetzt nochmal mit runter, reiße mir das an und bohre dann vor, reinige die Platte, ziehe die Folie ab und schraube dann fest. So, unser Fürsten ist vorgebohrt. Wir ziehen jetzt die Folie noch ab und kleben jeweils vorne und hinten nochmal ein Dichtband an und können dann festschrauben. Wir sind jetzt dabei, die Außenfassade zu beginnen. Doch bevor wir die anbringen, kommt erst noch die Unterkonstruktion an unsere Ständer, die hier im Rastermaß alle verlaufen. Vorab haben wir unsere Unterkonstruktion in derselben Farbe lasiert wie die Dachrinde oben und haben dann angefangen jetzt die UK anzuschrauben. Dabei ist es wichtig, dass man auf den Faserverlauf vom Holz drauf achtet. Dazu, Holz hat eine Wachsrichtung und die spiegelt sich in dem Faserverlauf wieder, das heißt die Unterkonstruktion ist sägerau, das ist auch von Vorteil, weil dadurch das Wasser besser abgeperlt werden kann. Das sieht man auch bei den alten Bauernhäusern, die an der Außenfassade eigentlich in der Regel nur sägeraues Holz haben. Man kann also hier beim Faserverlauf feststellen, in welche Fasern die Fasern sich aufstellen und ordnen jetzt die Latte so an oder die Unterkonstruktion, dass die Fasern nach unten verlaufen. So kann das Wasser besser abperlen bzw. besser ablaufen. Wir schrauben uns dabei an 3 bis 4 Punkten die Schraube schon mal vor, setzen an Ständer, der dahinter läuft, an. Um die Fenster herum nutze ich die Kante vom Fenster, um genau in der Flucht zu sein und punkte einfach nur an 3 Punkten oben und unten und mittig an. Sobald das erledigt ist, kann man dann mit der Außenfassade beginnen. Wir zeigen euch jetzt, wie man bei der Außenfassade am besten vorgeht. Unsere Unterkonstruktion ist überall angebracht. Wir sind mit einer Zulage von oben nach unten gegangen, einfach aus dem Grund, damit wir ein sauberes Fugenbild hier oben am Ende haben. Haben mittig an der Unterkonstruktion festgeschraubt, weil es hier noch weiterläuft. Hinten überlappt das Ganze, das werden wir dann später mit einem Gärungsschnitt sauber anpassen. Dazu haben wir zunächst einmal vorne und hinten mit der Zulage festgeschraubt
und fangen jetzt an, die dazwischenliegenden Bereiche festzuschrauben. Dazu habe ich mir die Schrauben schon mal vormontiert und kann jetzt mit der Zulage dazwischen das Ganze hier reinklemmen, hindrücken und festschrauben. Wichtig hier, die Schrauben nicht zu weit reinzudrehen. Daher am Anfang kann man schnell drehen, aber dann noch wieder langsamer werden, damit das Ganze kontrolliert wird. Man sollte auch immer wieder mal die Kontrolle machen, ist meine Fuge überall sauber gleich oder bin ich mal aus Versehen auseinandergerutscht. Man kann das Ganze dann noch ausgleichen, wenn man unten angekommen ist, dass es einmal sauber rundherum läuft. Wir sind an der Außenfassade angekommen, hier ist sie bereits fertig angebracht. Vorab, bevor man damit beginnt, ist es absolut notwendig, sich erstmal alle Maße, die man benötigt, auszuschreiben, um dann ermitteln zu können, wie man, teilt man den Zuschnitt an seiner Fassade genau ein, damit man möglichst wenig Verschnitt hat. So, wir sind jetzt hier auf der Haustürenseite. Hier links ist unser Gehrungsschnitt. Wir haben diese Leisten hier erstmal grob abgelenkt, also einen Zentimeter länger gelassen. Man sieht es auch hier in der Flucht, dass sie nicht alle perfekt in einer Linie sind. Daher werden wir jetzt mit einer Schienensäge hier einen sauberen Schnitt machen und uns dann mit einer Blende die Stirnseiten hier abdecken. Genauso den Bereich, wo hier das Klebeband von der Türe zur Diffusionsfolie übergeht, einfach ebenfalls abdecken. Hier oben über der Türe laufen die Leisten natürlich über die gesamte Länge zu. Das heißt, die muss man erstmal rausmessen. Wichtig dabei oder zu beachten ist, man muss, hier auf dieser Seite haben wir die Fassade schon angebracht, man nimmt die äußere Kante, misst zum Ende der Unterkonstruktion, die auf der anderen Seite ist, und addiert da nochmal die Fassadenbreite von 11 mm dazu und macht dann erst seine Gehrungsschnitte. Wir haben das gemacht, die waren hier alle dran, haben von oben nach unten eben wieder durchgearbeitet und haben die oberen jetzt hier über der Türe wieder gelöst, damit wir auf dieser Seite da drüben unsere Fassade sauber überstehen lassen können und zeigen jetzt dann später hier gleich den Gehrungsschnitt. Die Fassade auf der langen Seite ist angebracht, sie steht hier über. Jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich mache hier einen Gehrungsschnitt oder man lässt einfach nur stumpf aufschlagen. Das heißt, ich nehme jetzt hier ein Reststück, markiere mir die Stelle, übertrage sie auf die andere Seite, mache das an oben, Mitte, unten und kann dann mit der Schienensäge einen sauberen Schnitt machen, dass das alles zueinander passt. Wir machen einen Gehrungsschnitt, hier ist es etwas komplizierter. Vorgehensweise ist aber ähnlich. Ich übertrage mir diese Kante. Diese Kante übertrage ich mir mit einem Winkel nach außen. Ich rutsche mal schnell mit meiner Leiter nach. Da gucke ich von oben genau drauf, dass ich genau den Punkt treffe, übertrage mir und dasselbe wiederhole ich auch hier oben, Mitte und unten und dann kann die Schiene angeschraubt werden, damit der Gehrungsschnitt sauber durchgezogen werden kann. So, man sieht, die Schiene ist mit der Schraubzwinge an der Dachwand befestigt, die hängt jetzt hier runter. Wir gehen auf unsere Markierungen, drücken da sauber an. Auch die Säge, das ist wirklich wichtig, die muss immer den Druck auf die Schiene bekommen, dass die immer sauber anliegt und nicht rausrutschen kann. Jetzt beim Ansägen nochmal leicht ansägen, leicht antupfen, gucken, kontrollieren, sind wir genau auf dem Strich oder muss ich die Schiene noch etwas ausrichten? Und dann kann man erst, dann zieht man es durch.
So ist das sauber. Auch aufpassen, wenn man jetzt eintaucht, dass man oben die Dachwand nicht trifft oder beschädigt.